So, gucken. Muss ich eigentlich ausrangierter Innenhof? Was heißt in diesem Ding? Kameraden, die Leiter! Ist alles bereit? Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Wenn es die Salamander überraschen. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Kriegst aber nicht. Sack. So, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite hier, mit der Barrikade. Bevor wir ins Haus reingehen, werden wir auf jeden Fall nochmal speichern. So. Wo ist denn jetzt der Eingang hier? Blub, blub, ja. Moment noch. Beeilt euch. Für den Anfang Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bild. Ein unscharfes. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sagte, der Kristall dampft sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente, der Handel mit Fistech. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Oh shit. Oh fuck. Hier. Stirbt. Das Gift ist aber echt stark. Muss man einfach mal so sagen. Ausgelöscht. Was ist das denn hier? Schlüssel zum Tor des Salamander. Stützpunkt. Das ist ein Schlüssel? Heftig. Schleifsteine. Oh, britannische Kräutermutter. Oh. Eindrucksvolles Gemetzel. Und ich fürchtete schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich. Werde ich aber nicht.
Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück, sagt Ada schöne Grüße. Oha. Ja, was auf jeden Fall ist für Ada kennen, also die Prinzessin. Oha. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Alle vernichten mir. Zack. Schlitzt euch die Gedärme auf. Ja, oder ich töte euch. So geht das. Hier ein paar Feuersteine nochmal mitnehmen. Voll. Oha, tue ich das an. Werde ich aber häuft mit schönen Sachen. Brauche ich nicht wirklich. Sonst habe ich gleich keinen Platz mehr. So, nochmal speichern. Falls wir jetzt wieder sterben sollten oder so. Unerwartet. Ich muss den magischen Stein holen, aber vielleicht sollte ich zuerst ausspionieren. Einen Stein holen? Bin ich noch gar nicht fertig da? Was für ein Stein? Der hier lag oder? Ach, der. Okay. Okay.
Ihr kennt mich? Ich bin's. Ich bin es. Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Wow. Jetzt wissen wir auch, wer der Werwolf ist und dass die Hure mit Hauptmann Vincent... Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Ja, was machen wir? Ich werde euch helfen, den Werwolf-Zauber zu brechen. Nicht nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Mehr noch, die Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer, im Gegensatz zu euch. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. So, müssen wir wieder zurück hier. What? Oh shit. Komm ja nicht hin. Komm ich eigentlich hier raus? Ich weiß es nicht. Hier nicht? Tür zur alten Schmiede. Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Gott. Das Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Anscheinend ja. Ist gefährlich. Aber vielleicht können wir ihm helfen. Natürlich ertrunken, ne? Na, also. Müssen wir so oder so Ertrunkene töten. Oh Gott, wie viele das auch sind, ey. Los. Hallo? Geralt, please.
Okay, dann auf jeden Fall. Triss und Neuwaden müssen in den Stein sehen. Die Schöne und das Biest. Ob Leuwarden wirklich Nein! Na los! So. Ich finde diesen Hund hier gruselig, wie der aussieht. Und jo, wird immer noch gefeiert. Hexer. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Lara Doran Epshiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Okay. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lasst mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt magische Spuren aller Sendungen. Oder einfacher ausgedrückt? Mit etwas Glück können wir damit das Versteck der Salamandra finden. Ah ja. Ich muss mit Leuwarden darüber sprechen. Bis später. Okay. Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Okay. Ich brauche etwas Zeit für mich. Kommt später wieder. Unverziehen, ich muss mit Leuwarden sprechen. Es soll Tristan noch fragen, wie man Radovid mit Hilfe des magischen Steins aufspüren kann. Unverziehen, ich muss entweder Jevin und seine Elfen oder Siegfried und seine Freunde aus dem Orden überzeugen. Dann wollte er Siegfried, weil mit Jevin haben wir uns, glaube ich, deftigst verkackt. Scheint wie jetzt. Rede mit mir. Ja,